Gut, liebe Odyssey-Freunde. Ja, das Jägerlager haben wir jetzt auch ausgefragt. Wir haben wieder so unheimlich viele Quests bekommen. Und ich muss mal eben gucken, wie es denn mit den vielen Quests aussieht. Mikas Nerventrank für Colvin. Ach ja, da soll eine Höhle sein. Jägerlager finden würde. Aha. Also hier in der Nähe soll eine Höhle sein. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Gucken wir mal nach, wo die sein könnte, die Höhle. In der Nähe des Jägerlagers. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Befindet sie sich hier oben? Dolo, komm mit. Wir müssen in eine Höhle rein. Dann brauchen wir noch von der Kräuterhexe was. Waldbärchen. Noch eine Waldbeere. Wo ist die Höhle? Kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwie hier oben sein sollte. Ja, wenn wir schon auf dem Weg sind, gehen wir doch mal zum Steinkreis, also Richtung Steinkreis. Hier dürfte eigentlich alles gereinigt sein. Gut, bis auf ein paar Pilze und Nesseln und Flieder und sowas. Besuchen wir mal die Valandrea. Weiß ich nicht. Gut, wo ist sie denn? Am Steinkreis. Ist sie nicht? Sie ist in ihrem Zelt. Du bist dabei, das ist gut. Valandrae. So, Valandrae. Hey, du! Bitte rück den Trank raus. Valine schickt mich. Valine schickt mich zu dir. Sie hat seit Tagen schon schweres Fieber und braucht unbedingt eine Medizin von dir. Das finde ich aber anständig von dir, dass du für sie Medizin holen willst. Du kennst sie doch gar nicht so lange, oder? Nein, aber warum fragst du? Ich finde es ganz normal, dass man seinen Mitmenschen hilft. Ach, tja, wenn doch jeder so denken würde. Kann ich jetzt die Medizin bekommen? Leider habe ich keine mehr. Und um neue zu machen, fehlen mir noch die entsprechenden Zutaten. Was fehlt dir noch? Eine Heilwurzel und einige Traumpilze. 5 Stück müssten reichen. Traumpilze? Von denen habe ich ja noch nie was gehört. Das glaube ich. Sowas gibt's nicht überall. Hier auf Chorus findest du solche Pilze meist in Höhlen. Na, hoffentlich werde ich die richtigen Pilze finden. Oh, ich denke doch. Ihr intensiver Farbton wird dir schon zeigen, welche Pilze die richtigen sind. Traumpilze. Psilocybin lässt grüßen. Kann ich von dir jetzt auch Heiltränke bekommen? Ja, ein paar hätte ich schon noch. Aber umsonst kannst du sie nicht von mir bekommen. Und viel Auswahl habe ich nicht. Zeig mir deine Ware. Okay, alles klar. Was haben wir denn hier? Ansonsten, nee, das sind keine Traumpilze. Das wäre ja gelacht. Traumpilze, ich fass es nicht. Ach ja, Moment mal. Befreiung von Medizin für Valine, da ist es. Valandrae. Also in Höhlen. Das heißt halt, wir sind ja auf der Suche nach Höhlen und oder nach einer Höhle. Ja. Das heißt so viel wie wieder runter und nach einer Höhle suchen. Suchen wir mal eine Höhle. Bis dahin überspringe ich mal hier diese alte Landschaft und sage, wo dann ein Apfel liegt. Und noch mehr Äpfel. Lecker. Dandolo, schau mal, was ich hier gefunden habe. Feuerkraut und einen mittleren Lederbeutel. Wow. Dandolo, ich glaube, da vorne sind irgendwelche Viecher wieder. Gucken wir mal nach. Oh, gucken wir mal nach. Ja, da war auch Viecher. Und da steht ein Piepel. Aber hier sind auch noch Gobos.
Oh, das war aber ein schneller Prozess. Ja, die Gobos. Überall, auf jeder Insel. Everywhere. Gobline. Nicht zu holen. Da ist nichts zu holen. Dann schauen wir doch mal, wer er hier ist. Das ist... Hallo? Wen haben wir denn da? Rückt jetzt die Armee des Königs an, oder was? Nicht ganz. Ich heiße Roland und bin ein Seesoldat des Kriegsschiffes Albatros. Unser Schiff ankert allerdings ein paar Seemeilen entfernt von hier. Na, dann willkommen auf Korus. Mein Name ist Enzo. Ich bin einer der Jäger hier auf der Insel. Mann, wir sind froh, dass ihr hier seid. Überall wimmelt es von Orks und ihren schwarzen Bestien. Gib den Kerl nur gewaltig Saures, hörst du? Ja, ja, mal sehen. Wo genau stecken die Orks? Tja, so genau weiß ich das auch nicht. Schließlich will ich mir nicht das Fell von den Orks gerben lassen. Aber am besten gehst du ins Lager und fragst Henry. Der hat noch am meisten von denen gesehen. Da drüben, wo die Feuer leuchten, ist bereits unser Lager. Pass aber auf, dort lauern schon mal gerne ein paar Goblins. Haben wir ja gesehen. Oh, ein Jäger. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das, sofern du die nötige Erfahrung mitbringst. Doch eine Hand wäscht die andere. Du befreist uns von den Orks und ich bringe dir was bei. Nun mal sehen. Ich versuche es. Ich kann aber nichts versprechen. Na schön. Mehr kann ich wohl nicht verlangen. Abgemacht. Na siehste. Dann gib erstmal mal deinen Geldbeutel her. Zeig mir, wie man jagt. Oh, da hinten sind noch so ein paar lustige Vierbeiner. Aber die Höhle, da sind wir ja noch auf der Suche. Ah, da sind noch ein paar. Na. Okay, ein paar Minecrawler. Nein, kein... Wie heißen die? Feldräuber? Minecrawler? Oh, Leute, hier gibt's noch was. Ja, hauen wir mal drauf. Wenn ich etwas treffen würde, könnte, wäre das ganz gar nicht mal so schlecht, aber es ging ja mit Hilfe von Dandolo ja wunderbar weiter. Ich schätze mal, hier müsste doch irgendwo eine Höhle sein. Ich weiß es noch nicht. Feldknöterich, sehr gut. Und ich höre ein Scabby picken. Ja. Wo sind die? Da hinten sind Orks. Alter Schwede, was ist denn jetzt los? Was machen die denn da schon? Oh, Vorsicht. Wieso sind da hinten schon Orks? Haben die jetzt unseren Kumpel kaputt geballert oder was? Das glaube ich ja jetzt nicht. Der ist futsch. Oh, weia. Hier stimmt doch was nicht. Das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Dann versuchen wir mal eine Alternative, und zwar kurz bevor Enzo verschwindet. Da habe ich ja noch einen Speicherstand. Oh, jetzt sind da plötzlich die Orks da am... Okay, Enzo kämpft fleißig mit. Dandolo macht auch mit. Die Erfahrungspunkte rasseln wir für in meine Tasche. Das ist gut. Enzo, hast du was zu sagen? Nö. Wow. Die tauchten einfach so auf dem Nichts aus. Auf die Orks. Ja, Hammer, Hammer, Hammer.
Da ist nichts zu holen. Eine Ork-Patrouille, die einfach mal hier so rumliegt. Weltknöterich, wir wollten ja noch zur Höhle hin. Aber bevor wir da hingehen, können wir erstmal gucken. Ja, warte mal. Machen wir es lieber mal auf dem anderen Point. Nein, du meine ich das nicht. Jetzt steht da L. Gut. Oh. Dandolo. Danke. Welträuber. Trinken wir mal was zur Abwechslung. Na? Ist er den nicht? Auch gut. Nicht zu plündern. Ja, wo ist denn die Höhle? Alter, Flucht nach vorne wieder. Schnell abspeichern. In dem Moment klatschte ihn auch noch da hinten weg. Super geil. Jetzt hat er ihn. Der verfolgt ihn auch noch. Tja, jetzt ist er da unten. Dandolo, wo bist du? Dandolo ist weg. Da ist er wieder, der Dandolo. Im letzten Speicherpunkt hat der Golem, Waldgolem hier nicht zugeschlagen. Aber ich will mal wieder hier ein bisschen mitmachen. Oder auch nicht. Das liegt einfach daran. Ach, da steht da noch. Der Dandolo. Ja, dann ziehen wir uns mal ganz schnell mal die Golem-Rüstung an. Und helfen kräftig mit. Aber nicht umdrehen und mich hauen. Ach, ja gut, okay. Du sollst dich um den Waldgolem kümmern. Ah. Los, Golem, geh da nieder. Ich brauch Holz. Ah, es ist so dicht hier im Dickicht. So. Jetzt haue drauf hier. Na also, danke sehr, Dandolo. Puh. So, dann sehen wir uns mal wieder ordentlich an. Schauen wir mal, was wir hier noch kriegen könnten. Feldräuberzeug, bisschen Heilkraut. Das mit den Pilzen ist ja lustig. Ach, hier gibt's noch Feldräuber. Mittlere Wundheilung habe ich hier gefunden. Noch ein paar Kräuter, ein grobes Kriegsbeil. Aha. Hier liegen aber ganz viele Sachen hier rum. Heilpflänzle. Ach ja. Komme ich hier nochmal hin? Hier gibt es so viel Zeug. Ich möchte hier nicht die ganze Zeit mit Kräuter sammeln. Mich, dein Dolo, steh mir nicht im Weg. Ach, jetzt kommst du hier nicht mal raus. Ich ja auch nicht mehr. Okay. Kräuter sammeln hier beschäftigen. Ich hatte mal, glaube ich, schon. Ne? Da ist nichts zu holen. Richtig. Dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Ach, hier sind noch ein paar. Wald und Wiesen. Das ist eine Höhle.
Endolo hin. Mit Sleepy. Wunderbar. Da ist nicht zu holen. Und hier war noch was. Hier sind noch mehrere. Und da ist ja auch die Höhle links neben uns. Nö, nicht so gerne. Da gehen wir gleich rein. Ich meine schon so ein... Was ist denn hier passiert? Sieht aus wie so ein Licht. Was ist das? Grabstein. Was steht denn drauf auf dem Grabstein? Piero de... Ah, Lateinisch. Ich kann kein Lateinisch. Und einen kleinen Lederbeutel. Ja, das ist doch schön. Mehr noch? Gibt's hier mehr noch? Nein, mehr gibt's auch. Stängel Sumpfkraut. So, dann gehen wir jetzt mal zur Höhle rein. Nachdem ich hier diese Heilpflanze da gelesen habe. Aufgelesen. Speichern mal. Gucken wir mal. Dunkelpilz. Okay, hier gibt es noch einen Dunkelpilz. Doch das verdächtige Ding da hinten ist bestimmt ein Gletscherquarz. Nee, da ist ein Traumpilz. Haha, sehr schön, Traumpilz. Gucken wir gleich mal nach, wie viele sollten denn das sein? Medizin für Valine. 5 Traumpilze. Tendolo, mach hin. Gott. Ja, 2 Traumpilze. Das war schon mit Höhlen oder was? War nur ein Durchgang. Oh. Das heißt, hier müsste irgendwo noch ein Traumpilz sein. Gucken wir mal nach, was die denn hier für lustige Eigenschaften haben. Nichts Besonderes. Kann Halluzinationen hervorrufen. Das hätte ich mir gewünscht, so hätte ich gedacht. Ja, nachdem ich hier ein bisschen was noch aufgelesen habe an Kräutern, Baumstämme gesägt, Holz gespalten, da werden wir doch nochmal gleich gucken, ob wir hier noch ein paar Pfeile finden. Aber unsere Hauptaufgabe erstmal in eine Höhle in der Nähe des Jägerlagers zu gelangen. Das eine war ja nur ein Durchgang, aber da hinten, da wo es so hell schimmert, jetzt wo der Regen weg ist, wo man wieder ein bisschen besser gucken kann, da ist was. Und zwar hier. Und Dandolo ist dabei. Dandolo wird mir auch hier behilflich sein, wenn es heißt, nee, da ist ein Baumstamm. Ich dachte, da wären Feldräuber. Okay, Dunkelpilze. So, bevor es da reingeht. Eine Speicherung. Dandolo. Hä? Wo ist denn hin? Da bist du. Du sollst nicht durch die Gegend laufen. Du sollst nicht hüpfen. Tue ich aber. Okay, ich höre Gobline. So, sicherheitshalber nochmal, damit mir Dandolo nicht davon... Oh, war ja. Oh, ist das eine enge Höhle hier. Ja, da sind viele Peoples. Die alle auf mich draufhauen. Aber nicht hauen. Bisschen weggehen hier. Okay. Wir haben es geschafft, Dandolo. Ist doch toll, ne? Ja, ist gut. Ich wollte dich nicht ansprechen. Nicht zu holen. Nicht zu holen. Da gibt es noch ein bisschen goldenen Gold. Nicht zu holen. Hier ist auch nichts mehr zu holen. Was haben wir hier? Hier ein Asten. Da ist nicht zu holen.
Und hier ist noch ein Fisch zu holen. Ja, dann, stopp. So wollte ich das nicht machen. Einen Heiltrank geben. Und die Höhle weiter erkunden. Mit Dandolo zusammen. Nicht zu holen. Ich glaube, das war's. Ei! Jetzt kommen wir auf die 5 Psilocybin-Traumpilze. Guter Tropfen. Guter Tropfen? Gleich noch einen guten Tropfen. Noch ein guter Tropfen. Eine Truhe und gute Tropfen haben wir. Ach, das war wahrscheinlich hier für den... Ja, genau, richtig. Den mussten wir ja. So, 14 guter Tropfen. Lebensenergiebonus, Mana-Bonus. Nur nicht viel. Guter Tropfen. So, dann hätten wir also schon mal die Getränke. Und die Raumpilze für unsere schöne, hübsche Kräuter Landré gefunden. Auf geht's. Oh. Findest du nicht raus, Dandolo, oder was ist hier passiert? Komm her. Oh, erstmal langsam. Muss ich erst schleichen? Müssen wir erst hier mal so rausschleichen, oder was? Damit du das kapierst. Okay. Und hoch zur Elandre. Das werde ich mal raffen. Juhu, wir kommen. Elandre, es gibt deine Traumpilze. So, wo werde ich mich denn jetzt hinstellen, damit das nicht so komisch aussieht? Mal gucken. Ich habe die Zutaten für Valines Heiltrank. Sehr gut. Dann werde ich den Trank jetzt brauen. Dauert das lange? Ja. Am besten holst du ihn dir morgen ab. Dann werde ich ihn sicher gebraut haben. Ist die Medizin für Valine... Ach, nein, ich Doofkopf. Noch, wenn du mich noch... Ich habe mal wieder nicht zugehört. Was gibt's denn da noch? Kann ich bei dir einen Heiltrank bekommen? Ja gut, okay. Ja, das war jetzt keine gute Kameraposition. Dann machen wir Folgendes. Dandolo... Warte auf mich. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Genau. Gut. Wo wollen wir uns treffen? Am Leuchtturm. Oh, Boot, Kapelle, Leuchtturm, Lager der Jäger, Höhle am Strand. Nee, machen wir mal Leuchtturm. Das warte ist sicherer. Auf mich am Leuchtturm. Na gut, dann gehe ich mal los. Dann kann ich endlich mal eine Runde pennen. Elandre, hast du hier ein Bett? Du hast ein Bett. Sehr gut. Bis Sonnenaufgang schlafen. So, Elandre, wo ist mein Zeug? Wo ist meine Medizin? Hey, du. Ist die Medizin für Valine fertig? Ja, hier ist sie. Nimm. Es hat zwar länger gedauert, als ich dachte, aber der Trank ist fertig geworden. Danke dir. Kann ich auch noch einen Heiltrank kriegen? Kann ich von dir jetzt auch Heiltränke bekommen? Ja. Zeig mir deine Waffe. Stimmt, ja. Zeig mir deine Ware. Haben wir die eigentlich schon gesehen? Ha, hier sind ja die Traumpilze. Herrlich. Sonst noch was Außergewöhnliches? Nein. Okay, raus zum Leuchtturm. Dann Dolo treffen. Und da hinten steht mein Gefährte. Dann Dolo. Dann nehmen wir ihn mal wieder mit. Und gucken mal, was komm ist. Mit. Auf geht's. Auf geht's, richtig. Abmarsch. Gucken wir mal, was hier noch weiter gibt. Im Logbuch habe ich gelesen, dass es ja noch mehr Höhlen geben soll. Wo könnte das sein? Ich soll nicht so oft springen. Dandolo, herkomm. Hier ist es irgendwie so dicht. Bewaldet. Bewuchert, bewachsen. Oh, ja. Ja! Guck mal, Dandolo, noch eine Höhle. Merken. Mit sehr viel Psilocybin-Pilzen. Traumpilze. Mach doch was. Hier, guck mal. Ein paar Dunkelpilze. Jetzt geht's ab. Feldräuber. Und noch ein Feldräuber erledigt. Oh, da sind aber ganz schön viele Feldräuber hier, meine Herren.
Hammer, Hammer. Nicht auf mich. Ja, sehr schön. Musste ich wieder was einstecken? Da ist nicht zu holen. Oh, was soll's? So viele Heilkräuter und andere Kräuterchen. Ach, das war's. Oh. Nur Traumpilze. Was haben wir denn hier? Pfeil? Knochen? Pfeil? Da liegt doch ein Bogen. Aber was für ein Bogen? Das würde mich mal interessieren. Besserer? Nee, einfach nur Bogen. Okay. Haben wir ja Buddlerfleisch. Schönes, leckeres Buddlerfleisch. Traumpilz. Traumpilz. Vielleicht sollte ich den mal probieren. Vielleicht sollte ich mal so einen Traumpilz probieren. Ich probiere ihn mal. Gucken, vielleicht gibt es ja doch irgendwelche lustigen Träume dafür. Oh, der schmeckt aber komisch. Oh, hat. Das bin ich wieder am Träumen hier. Ach, ich wusste es. Naja, wenn er so ist, dann werde ich ein paar Heilpflänzchen drauf essen. Und das Snapperkraut, nein. Wo haben wir denn hier so viele Heilpflanzen dort? Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, alles in Zeitlupe. Super klasse. Jetzt wissen wir auch, was es mit dem Traumpilz auf sich hat. So, wie lange dauert denn das noch? Die Wirkung des Traumpilzes? Naja, warten wir ab. Ach, er ist auch noch so langsam. Oh, mir schwummert alles. Uah. Gut, okay. Jetzt haben wir es wieder. Dann werden wir mal weiter zu diesem armen Leutchen da rübergehen. Ja, komm. Leute retten. Jawohl. Dann haben wir wieder ein paar Quests gemacht. So, Nerventrank für Colvin. Hier habe ich deinen Nerventrank. Danke, Mann. Jetzt werde ich wieder ruhig schlafen können. Hier, 50 Goldstücke hast du dir verdient. Sehr schön. Dann Harald, dann hier, Valine, richtig. Die braucht ja die Ich bringe dir deine Medizin. Ich danke dir, sie wird mir sicher helfen. Aber was kann ich dir für sie geben? Vergiss es und werde einfach gesund. Das ist sehr großmütig von dir. Die Götter mögen dich dafür schützen. So ist Roland immer hilfsbereit. Und während hier das Feuer noch brutzelt, werde ich ganz einfach mal für diese Folge schließen. Sage goodbye und schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss.